Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. In diesem Video möchte ich euch die neu erschienene digitale Pathfinder Version vorstellen oder Pathfinder Edition. Gab es schon für Lifeline und für Bloodhound als CD-Version. Ist jedes Mal so eine CD dabei, was eigentlich absolut unnötig ist. Denn wenn du von jeder Legende irgendwann so eine Edition hast, dann hast du ja einen Schrank voller CD-Hüllen. Und du benutzt die CDs überhaupt nicht. Finde ich gut, dass es nur noch digital ist. Gab es digital dann nur noch für den Octane, jetzt auch für den Pathfinder. Bevor ich euch gleich den mega geilen Skin zeige, auch den Havoc-Skin und was nicht noch alles dabei ist für 20 Euro. Ob jetzt diese Edition so häufig über den Ladentisch geht, über den digitalen Ladentisch, bleibt abzuwarten, nachdem in Season 5 der Pathfinder so extrem genervt wurde. Und kaum noch Leute den Pathfinder spielen, finde ich es vielleicht taktisch ein bisschen unklug, eine Pathfinder-Edition rauszuhauen, wo so viele gegen diesen Nerf haten, was ich auch völlig verstehen kann. Ich war Pathfinder-Main jetzt nicht mehr. Ich habe aber gehört, dass da wohl zurückgerudert werden soll, weil 35 Sekunden Cooldown-Zeit für den Grappling-Hook ist wirklich too much. Wenn wir nochmal 10 Sekunden abziehen, denke ich, wird der Pathfinder auch wieder öfter gespielt und vor allem geht dann bestimmt diese Edition noch öfter über den Ladentisch. So, jetzt wechseln wir mal hier rüber. Ich habe die Pathfinder Edition bzw. den Skin schon ausgerüstet. Ich finde von allen Editionen, die es bis jetzt gibt, finde ich den wirklich mit am geilsten. Moment, wo ist der Pathfinder? Hier oben ist er. Ich habe den schon so lange nicht wirklich gespielt, dass ich vergessen habe, wo ich ihn finde. Also ich finde den wirklich ohne Scheiß, der ist optisch absolut stark gemacht. Die Pfeile hier im Hintergrund finde ich extrem geil. Wäre cool, wenn man vielleicht irgendwann mal so eine Art Armbrust bekommt, damit man die Pfeile auch benutzen kann. Ansonsten, was gibt es noch? Wir haben ein Abzeichen. Das ist dieses welches. Dieses Smiley-Abzeichen finde ich auch absolut geil. Interessant wird es bei den Waffen. Und zwar die Havoc. Hier ist sie ausgerüstet mit diesem wunderschönen Skin. Nennt sich Erster Treffer. Auch mit solchen Pfeilen in der Pathfinder Edition. Absolut schick gemacht. Und was gibt's noch? Der Talisman. Der Talisman ist schon dran. Ein Molotow-Cocktail. Finde ich auch sehr, sehr geil. Und der Molotow-Cocktail bzw. der Anhänger gibt mit Sicherheit auch Aufschluss darauf, dass wir irgendwann eine neue Granatenart haben, nämlich den Molotow-Cocktail. In meinem vor ein paar Tagen erschienen Video über die zukünftigen 12 Legenden, die in den nächsten 3,5 Jahren kommen werden, ist eine Legende dabei, die was mit Molotow-Cocktails zu tun hat, also passt das auch irgendwo zusammen. So, ansonsten ist nichts weiter dabei, als dass man für 20 Euro noch zusätzlich 1000 Apex-Coins bekommt. Das soll es von meinem kleinen Vorstellungsvideo über die Pathfinder Edition schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dabei. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.